ist echt nicht gerade so einfach, diese Strecke. Wenn man da mal einen Fehler einbaut, dann ist es schon fast zu spät. So, Teamname ist Kodiyama Safra. Gesamtdistanz 1642 Kilometer. Das letzte Status-Update dieses Teams lautet: Im Extra-Zeitrennen haben sie Plutos Rekord unterboten. Aufgrund ihrer Leistung hat die Fahrzeug jetzt die Nummer 37. Pluto hat sie zu einem Duell herausgefordert. Im Extra-Zeitrennen haben sie den ersten Platz der Gesamtzeitwertung in der BAFTA City erreicht. Im Extra-Zeitrennen haben sie den ersten Platz der Rundenzeitwertung in der BAFTA City erreicht. Hiermit wird die Berichterstattung beendet. Vielen Dank für die Teilnahme an Rich Cities Rennen. Gut, dann können wir jetzt auch gegen Pluto antreten, wenn wir denn möchten. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter zum Zeitrennen. Denn ich habe noch bei der Standard-Zeitrennen etwas zu unterbieten, nämlich die Rundenzeit von Angel auf dem Greenfield-Kurs. Nehmen wir auch wieder Tag. Und ja, den Wagen. Da nehme ich jetzt den Rivelta Solare. Warum mit Solare? Ja, weil das Handling bei dem jetzt ungefähr so wie beim Toreador ist, mit der langsameren Geschwindigkeit. Und man mit langsamen Geschwindigkeiten eigentlich mehr klarkommt. Da kann ich mit etwas aggressiveren Fahrzeugen antreten. 3, 2, 1, go! So die Theorie. Here we go. Good luck. Three laps to go. Ja, fängt schon mal gut an. Bin ich aber auch selber schuld, ne? Ich habe ja gesagt, ich möchte dieses Auto nehmen. Zumindest wieder so viel Zeit aufgeholt, dass es für die Rundentestzeit gereicht hat. Fuck. Again. Aber grundsätzlich ist es ein einfaches Zeitrennen, also müsste eigentlich reichen.
Aber ja, es liegt eigentlich schon eine 1,26 drin, auf jeden Fall. Das ich irgendwie noch hinbekommen. Ja, so geht's nicht. Wir versuchen es jetzt trotzdem noch. Auch wenn wir da jetzt ungefähr 5 Sekunden oder so verloren haben. So müsste eigentlich reichen. Eigentlich. Reicht auch. 4:36, ja wow, da war ich ja wirklich gut dabei, und ich hätte auch 4:23 oder so fahren können, oder zumindest 25. 4:25 wäre, glaube ich, möglich gewesen, ja. Okay, here's the latest update on your team's status. Check it out. Gut, also, jetzt sind wir da 1660 Kilometer. Im Standardzeitrennen haben sie Angels Rekord unterboten. Aufgrund ihrer Leistung hat die Fahrzeug jetzt die Nummer 35. Angel hat sie zu einem Duell herausgefordert. Im Standardzeitrennen haben sie den ersten Platz der Gesamtzeitwertung in Greenfield erreicht. Im Standardzeitrennen haben sie den ersten Platz der Rundenzeitwertung in Greenfield erreicht. Hiermit wird die Berichterstattung beendet. Vielen Dank für die Teilnahme an Rich Cities Rennen. Gut, also. Dann nochmal Zeitrennen. Diesmal Extraklasse. Und diesmal Greenfield gegen Devil. 4:25 muss ich, glaube ich, erreichen. Dann nehme ich wieder den Toreador. Und los geht's. The race is about to start. 3, 2, 1, go! Here we go. Good luck. 3 laps to go. Konzentrieren wir uns.
So, erste Runde bereits. Rekord verboten. Sehr schön. So muss das. Das war jetzt unnötig. Aber halb so wild. Eine Berührung liegt drin. Was zur Hölle? Was war das denn? Ich bin vom Gas gegangen. Die ganze Geschwindigkeit aufbauen. Aus einer, ich glaube, eine 404 oder so muss ich fahren. Das wird schon jetzt relativ knapp. Wenn die Runde aber perfekt geht, könnte es reichen. Sollte trotzdem reichen. So, mal schauen. Mal schauen, wie weit nach vorne wir kommen. Es hat gereicht. Ziemlich knapp, aber es hat gereicht. Der Fehler in der einen Runde war natürlich Gift. Da habe ich da extrem verlangsamt. Aber es ist schön zu wissen, dass da noch 7 Sekunden oder so drin liegen. Okay, here's the latest update on your team status. Gut, also. Im extra Zeitrennen haben sie Devils Rekord unterboten. Aufgrund ihrer Leistung hat ihr Fahrzeug jetzt die Nummer 33. Devil hat sie zu einem Duell herausgefordert. In Extra-Zeitrennen haben sie den ersten Platz der Gesamtzeitwertung in Greenfield erreicht. Im Extra-Zeitrennen haben sie den ersten Platz in der Rundenzeitwertung in Greenfield erreicht. Hiermit wird die Berichterstattung beendet. Vielen Dank für die Teilnahme an Virtual Cities Rennen. Gut, damit kann ich mich an die Duelle wagen, weil Rivalen gibt es jetzt keine mehr zu schlagen im Zeitrennen. Gegen Pluto, gegen Devil, gegen Spirit, gegen Angel. Und Spirit, das ist mit einem C abgeschlossen, das heißt completed, sehr wahrscheinlich. Angel kann ich auf Sunny Beach versuchen zu schlagen. Pluto above the city. Und ja, gegen Devil fahre ich jetzt schon mal, diesmal. Ja, nehmen wir mal die Standardklasse. Einfach mal, um zu zeigen, wie das geht. Denn ich glaube, auf dem Standardfähigkeitsgrad sollte es etwas, sollte das Tempo von Devil angepasst sein. Wenn nicht, kann ich immer noch die Extraklasse nehmen. Keine Sorge.
Gut, geben wir unser Bestes. The race is about to start. We're bringing you this race today, live from Greenfield. 3, 2, 1, go! Now need you over, do it now. Here we go, let's go! Das ist mega schnell. Ich weiß aber nicht, ob der... Ja genau, der wartet. So wie er das üblicherweise macht. Und fährt dann vorbei. Verdammt. Hat er mit Absicht gemacht, denke ich mal. Ja, er wartet immer wieder auf mich. Also ja, Devil, der spielt mit mir. Einzubremsen. Jetzt pusht er. Jetzt pusht er. Aber eigentlich keine Absicht. Irgendwann wird er aber Vollgas geben. Jetzt glaube ich, ist er. Jetzt gibt er Vollgas, ja. Just up ahead.
Ja. Wie gesagt, da hat er doch richtig rumgespielt. Dann machen wir es anders.